Was geht ab, meine lieben Achis, Achilles, Habubs, Habubi, Shabab, Shababinen und alle anderen, die sich jetzt hier auf diesen übertrieben freshen und knackigen Kanal verirrt haben und inshallah erstmal liken und auch abonnieren werden, bevor sich dieses Video hier gönnen. Freunde, ihr habt es in letzter Zeit sehr, sehr oft in die Kommentare geschrieben. Aber wir reagieren heute auf Proton versus Notice, Freunde. Und wir haben ja auch schon den ein oder anderen Ausschnitt von Notice gesehen, Alter. Auch sehr, sehr stark, was wir da gesehen haben. Ich freue mich sehr auf dieses Battle, Freunde, und ich sehe hier gerade, das wurde auch in Duisburg veranstaltet, Alter. Ich freue mich darauf zu reagieren, Freunde. Und wie ihr sehen könnt, sind wir heute fresher denn je, Alter. So ein Null habe ich lange nicht mehr gehabt auf der Seite. Ich sag dir, wie es ist. Mir ist auch schon ein bisschen kalt, Alter. So sehr, sehr fresh fühle ich mich. Ich sag dir, wie es ist. Das ist der aktuelle Flex. So, weißt du, was ich meine? So Seiten auf Null ist momentan aktuell so in der Lage, ja. Mehr Flex geht nicht, ja, Alter, okay? Freunde, ich freue mich darauf zu reagieren. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen rein und gucken uns dann, Alter. Let's go. Hey Dicker, geh dir lieber mal ein Kilogramm holen und erzähl dem Protein nix von einer Intervention. Ich bring die Nationen, Schwingungen in Dimensionen ab und flippet. Okay, sorry, sorry Leute, darf ich noch mal reinkommen? Komm, der war zum Warmwerden, der war zum Warmwerden. Ey, genau. Check, 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 so ist besser, ist besser. Okay. Okay, okay, okay. Ich will auch mal ganz kurz gucken. Hier steht nämlich 2020 im Titel, Alter. Ja. Das scheint relativ aktuell zu sein. Okay, 16.04. im April noch. Krass, Alter. Ging das da noch? Das, ja, scheint so, Alter. Es muss ja nicht im April stattgefunden haben. Kann ja sein, dass es erst dann fertiggeschnitten wurde und hochgeladen wurde, ja, weißt du? Ja, stimmt. Kann sein, dass irgendwann im Januar oder so stattgefunden hat. Freunde, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Wir gehen rein. So, jetzt aber wirklich. What? Yeah, yeah. Hey Dicker, geh dir lieber mal ein Kilogramm holen und erzähl dem Forti nix von der Intervention. Ich bring die Nationen, Stimmung und in Vibration. Komm nach Köln und ne klingelt im Dom. Was geht, Notice, Dicker? Hast du Depression? Du bist nicht Ghostface Killer, geh mal ans Telefon. Du hast Probleme, ich komm dich aus dem Keller holen. Du willst mich verarschen, willkommen in der Terrorzone. Fick dich mal, was sollen die persönlichen Dinge? Da Dicker, benimm dich. Ey, du siehst im Hintergrund nur diese richtigen MSV-Fans oder diese Leute mit Ruhrpott-T-Shirt. Man wäre richtig, man ist in NRW, im Ruhrpott, Alter. So, mitten in Duisburg, im Herzen NRWs. Ich bin missgeflickter Behinderter oder die Party wird gleich witziger. Denn die Bottropper kommen in die Innenstadt wie die Wikinger. Irgendwer muss pissen und box dir die Tür ein. Geh mir aus dem Weg, ich rotz in den Spülstein. Hau die Shots in den Glühwein. Das ist Protti, kein Disc-Jockey, doch er zockt die Vinylscheiben. Was ist das für ein Cock, der nur Freestyle? Ich bin zu Besuch und zock dir das Weed ab. Battle-Rapper killen ist ein Job wie am Fließband. Wie findest du ihn bis jetzt? Ja, ich wollte auch drauf eingehen, Alter. Ich muss sagen, es ist nicht so krass meins. Also weißt du, was ich meine? Es holt mich nicht so krass ab. Es ist einfach, ich glaube, es ist nicht mein Style. Weißt du, was ich meine? Nicht mein Geschmack so. Also ich sag mal so, seine Stimme hört sich richtig geil an. Ne, dieses rau. Sehr rau, Alter. Das ist geil. Ja. Ich finde sowas immer geil. So vor allem, wenn man beim Singen so eine raue Stimme hat, ist das immer geil. Ne, aber es ist monoton, weißt du? Ja, es ist kein Wow-Effekt. Es ist nichts, was dich jetzt gerade so ein bisschen zum Nachdenken, was dich zum Lachen bringt oder. Nicht mal weißt so. Weißt du, was ich meine? Bei G ist dieses dieses Hin und Her, weißt du, dieses Ping-Pong-Effekt, dieser Ping-Pong-Effekt. Du hörst gerne zu. Und bei Notice, der wird mal schnell, mal langsam, so. Und da hört man gerne zu. Und wenn das so monoton die ganze Zeit ist, die ganze Zeit dasselbe, dann. So, wir knallt das nicht. Wir gucken weiter. Geh mir aus dem Weg, ich kotze in den Kühlschrank. Ich mache einen flachpfeifenden Gar aus und kassiere dafür einen abreißenden Applaus. Du pfefferst mit Backsteinen im Glashaus und der Protti pafft in Kackkneipen dein Gras auf. Endzeit. Yo, mach doch mal Lärm für Protti. Einfach dieser Gedanke, dass da nur so Leute aus Duisburg sind, Digga. Ja, alles gut. Ich hatte ganz kurzen Schock, hätte nochmal anfangen müssen. Erste Runde, Notice, let's go! Macht mal Lärm, seid ihr da? Okay, sind wir ehrlich, wir haben alle nur darauf gewartet, oder? Okay, let's go. Wir haben alle Zeit, ich will alle Hände sehen. Ich warte erst, bis die Hook vorbei ist. Der Beat war mir da zu laut, um einzusteigen. Kurz noch der letzte Schluck und dann los geht's, Digga. Alle warten, der so, warte, Bruder. Erstmal ein Trinken, so.
weiter. Ey. Du bist zwar tot, oder? Hey, macht hier irgendjemand so richtig freakige Friedhofsrituale? Oder wo habt ihr den ausgegraben? Ist der wieder auferstanden? Nochmal, Protti gegen diese Notice. Ich schieß dir heute 10-mal ins Gesicht, um sicher zu gehen, dass du auch wirklich tot bist. Hab eh gewonnen, dreh hier nur meine Ehrenrunde. Er sagt, dass er Pfandflaschen einsammelt für die Payback-Punkte. Die Tränen von dir waren salziger als eine Brezelkruste. Der Seelenlose kam wegen mir halt extrem ins Stutzen. Bro, es ist nicht hart, dich zu ficken. Nach dem Battle mit mir hast du dir den Bart abgeschnitten. Für einen Wikinger wie den ist das... Guck, da merkst du schon diesen Unterschied. Der wird schnell und immer dieses so in, ja. bei diesen hohen Tönen, weißt du, ja. das ist krass. Diese so, Aggression, hörst, ne? Da hörst du gerne zu, Digga. Auf jeden Fall. Den Arm aufzuritzen, hat dir die Eier genommen wie Kaviarfischen. Kommt er einfach nur mit einem Teil von seinem Bart. Eine Frage, hast du heute Abend Eintritt bezahlt? Ihr merkt schon, ich lass an dem kein gutes Haar von mir aus. Schrei nach einem Sieg, doch ich schrei nach deinem Sarg. Und mach den Deckel drauf, so wie du, wenn du total auf Pep und Blau nach nächtlichen Saufgelagen mal endlich auf die Rechnung schaust. Was hattest du denn im Tee, als du dachtest, dieses Rematch ist eine gute Idee? Boah. Ich frag mich, warum du so zitterst gerade. Ist das Angst oder weil du seit einer Viertelstunde kein Bier mehr hattest? Ha? Okay, das war nice, Alter. Ich muss sagen, bis jetzt, muss ich sagen, ist auch bei Notice nicht so krasse Punches drin. Nein. Nicht so ein krasser Unterhaltungseffekt. Aber ich muss sagen, von beiden ist es schon sehr, sehr stark. Ja. Und bei Notice jetzt gerade muss ich sagen, ich glaube, das Battle wird mit der Zeit immer krasser. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, wir haben auch hier jetzt 3 Runden, ne? Und wenn die jetzt schon das Krasseste am Anfang auspacken würden, weißt du, was ich meine? Es wird sich steigern. Und Notice antwortet ja gerade nur so. Weißt du? Und das von Notice war jetzt gerade sehr, sehr stark, Alter. Mit dem hattest Bier. Du seit 15 Minuten kein Bier mehr, Alter. Das war nice. Ich glaube, das hat gut getroffen. So wie wenn der Barkeeper dir sagt, du hast genug getroffen. Thematisch genauso weiter, wie das letzte Battle beendet ist. Wenn ich richtig werde. Nach einem Notice! Okay, das scheint auch auf jeden Fall ein Rematch zu sein. Freunde, wenn das erste Battle von den beiden auch so gut ist, dann können wir gerne drauf reagieren. Beziehungsweise, wenn es gut ist, schreibt es gerne in die Kommentare und wir reagieren dann aber auch drauf. Aber wir haben ja ein bisschen rausgehört. Notice meint ja, das ist ein Rematch, mach nur meine Ehrenrunde. Ich habe eh schon gewonnen. Bist du aus dem Sarg wieder auferstanden? Ach so, ja, stimmt, Alter. Der ist ja oft auf den Tod eingegangen, so. Ja, aber kann ja trotzdem sein, dass es unterhaltsam oder spannend ist, Alter. Oder dass da geile Punches drin sind. Wenn es so ist, Freunde, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Dann reagieren wir drauf. Zweite Runde, zweiter Beat, Proton, let's go. Yeah. Normalerweise rapp ich immer so eine Scheiße nicht, by the way. Sweezy Beats. Aha. Skrrr. See. Der Backpacker mit Wegflächen im Flow. Ich fress ätzende, frech kläffende Rap-Bestien roh. Boah, ich sag dir jetzt schon, es lag gerade am Beat. Safe. Du? Ich glaube, guck mal, jetzt, der Beat ist brutal. Ich glaube, jetzt wird auch Proton brutal abliefern. Ja, der Bruder meint so. Schon, eigentlich rappisch ist über sowas. So, es fängt schon nice an. Wir gehen rein. Im Backstage auf dem Klo oder direkt während der Show. Mir doch egal, ihr habt die Wahl. Das hier ist Next Level Niveau, let's go. Der eine von uns hat die Probleme, bitte erzähl mir was anderes. Der eine von uns ist immer besoffen, der andere packt so viel Cannabis. Verdammt, ich battle wie gegen eine Wand. Mann, ihr könnt alle nix. Rap, Liebe und Trap-Schiene. Pass auf, dass du nicht in eine Falle trittst. Die Pisse erwecken ein Beast, gib mir die besten MCs. Alles, was mich hier beleidigt, ist dieser beschissene, ätzende, schleppende Beat. Boah, ey, richtig krass. Nice. Du willst die ganze Zeit so mitnehmen, jetzt. Alter. Jetzt macht Spaß. So, jetzt so, geht's los. Jetzt ist richtig nice, Alter. Ich frag mich auch, welche Location das ist in Duisburg, Alter. Ne? Boah. Ist es im Kino, Alter? Wegen der Treppe hier? Auch keine wegen Ahnung, den, hier, wegen diesen Dings hier, Plakaten und so, Alter. Ja, sieht so kinoartig aus. Ne? Okay, wir gucken weiter. Vielleicht ist das im Theater oder so? Ja, kann auch sein. Er hat den Shit produziert. Jemand will Stress oder Beef. Wenigstens kann er behaupten, er hat Geld mit Verbrechen verdient. Ha, was für ein Kack. Prolliger Schmuck. Alles vollkommener Schrott. Fahr mich nicht ab. Pack mich nicht an. Ich bin OG. Bottropper Gott. Don in dein Block. Hier wird ne Doppelrennen kommen und direkt in ne Tonne gekloppt. Komm in den Pott. Was man von dir auf der Straße sieht, ist nur dein rollender Kopf. Und gut, jetzt battle ich in nem Saftladen. Die Schwachmaten ihr tot. Du bastardiger Klappspaten. Bist abartig verdruckt. Du Spastassen. Krass hart.
Schaden, Dachschaden vom Dope. Ich sag Sache nicht so, ich spreche dabei aus Erfahrungen. Ich wette, dass so ein paar Rapper, die für dich gestorben sind, sich im Grab umdrehen. Das hier sind keine Verarschungen, du willst dich mit mir am Bahnhof hängen. Was für eine Verherrlichung, all meine Texte sind Warnungen. Boah. Ey, guck mal, es endet mit Warnungen und es fängt an mit Erfahrungen. Ja, Mann. Stark, krank. Nein. Ich muss sagen, die Runde von Proton war sehr, sehr stark. Die war jetzt wirklich sehr stark. Da waren Welten zwischen der Runde von ihm und zwischen seiner aber ersten. Aber da lag wahrscheinlich der Beat, also so, da lag safe. Der Beat dran. Braucht gar nicht sagen, was er, das war schon geil. Direkt weiter, Mann. Mit Hans. Nochmal bitte von neu, ich will den Beat von Anfang. Sorry. Der hat auch nur extra Wünsche, ne? Ey, ich glaube, Notice wird darauf übel abgehen, ne, auf diesem Beat. So, ich glaube auch jetzt ist der Beat, wo wir den Ausschnitt von kennen, ne? Ja, safe, Digga. Ich freue mich, Alter, let's go. Rewind. Smeezy Beats. Der Beat ist geil, sei leise. Kennst kein Grime? Ah, okay, ich glaube, das ist auch sein Beat, oder? Boah, wenn weil, dann... Weil bei ihm stand gerade Smeezy Beats Producer, weißt du? Weil, und er sagt, der Beat ist geil, so sei leise. Vielleicht boah, ist das sein Beat, wenn, Alter. Ne, dann Props, Digga. So, Freunde, schreibt's gerne rein. Ja, Mann. Wir gehen rein, let's go. Letztes Mal im Spektakulum, heute hier im Grammatikhof. Du bist heute hier der Underdog, die Leute hoffen, dass du anders kommst. Du hast dein Brett vor deinem Gammlerkopf, ich benutze Baseballschläger als eine Nackenrolle. Ich habe dir schon dein Bart genommen, mach danach den Zopf klar, als ob ich backen wollte. Let's go, ich versuch ein Herrchen zu spalten. Heute wirst du nicht nur in eine Teergrube fallen. Selbst wenn ich nicht treffe, dann würdest du sterben durch Querschlägersalven. Wie willst du denn bitte nach all diesen Bars, die ich kicke, am Ende die Schmerzen aushalten? Ist wie zu... Oh, das ist krass, ist zu krass. Ey, Notes, es ist echt ohne Scheiß, eine Maschine, ne? Es ist sehr, sehr nice, Alter. So, es macht unnormal Spaß, dem Bruder zuzuhören, Alter. Ehrlich. Sehr, sehr nice. Man will einfach weiter zuhören, Alter. Richtig geil. Vom Flow her, wie er kurz so mit der Stimme so ein bisschen leiser, höher. Ach, so, er spielt einfach damit, Alter. So. Sehr, sehr stark, Alter. Seine Reimtechnik ist echt krass. Sagen, wir müssen den Arm amputieren, ist nichts zu retten, doch er will die Nerven behalten. Du hast so heftige Falten, wenn ich in dein Gesicht etwas schütte, läuft die Flüssigkeit nicht einfach runter. Nein, da bilden sich Flüsse. Ja, aber das habe ich gestern auch gefeiert. Baba Light, Digga. Boden läuft daraus nur eine süffige Pfütze. Und deine Barthaare sehen aus, als wären es schwimmende Füchse. Ich versuche mit Witzen deine dreckige Wäsche zu waschen, aber du bist sicher nicht bei Nightwash. Denn hier gibt es Dinge, die kannst du nicht einfach sehen, ohne alles zu zerstören, wie bei den X-Men dieser Cyclops. Du bist nicht meine Liga, was du hier verdient hast, ist wie das Gras von dem Bruder von Abel. Kein Spot, selbst der Geistbock hat keinen Bock auf einen Stopp, so wie bei Kopf, mein Kopf in einem Zeitloch. Ey, Alter, unglaublich. Krank, Digga. Ja, das ist das, was ich angesprochen habe. Ja, ich weiß nicht, wie ich das nenne. Einfach ja, genau. Baba-mäßig, Digga. Das ist krank. Stark. Warte, du denkst jetzt, dass das sein Beat ist, auch wenn wir davon ausgehen, ne? Ja. Stell mal vor, du machst ein Beat und du wirst auf deinem eigenen Beat rasiert. So, aber ich muss sagen, er wurde ja nicht so hardcore rasiert. Er war ja auch selber stark. Der war selber stark, aber man hat schon den Unterschied gemerkt. So, man muss schon sagen, Notice war besser als Proto und so. Weißt du, was ich meine? Ach, fängt er jetzt von neu an, oder was? Weil die Crowd ihn unterbrochen hat? Okay, wir gucken. Gib mir ein Smeezy Beat. Der ist schon wieder. Letztes Mal im Spektakulum. Ja, okay, er muss nochmal neu anfangen, weil die Crowd ihn unterbrochen hat. Heute hier im Grammatikhof. Du bist heute hier der Underdog. Die Leute hoffen, dass du anders kommst. Du hast dein Brett vor deinem Gammlerkopf. Ich benutze Baseballschläger als eine Nackenrolle. Ich habe dir schon dein Bart genommen. Mach danach den Zopf klar, als ob ich backen wollte. Let's go. Ich versuch kein Herrchen zu spalten. Heute wirst du nicht nur in eine Teergrube fallen. Selbst wenn ich nicht treffe, dann würdest du sterben durch Querschlägersalven. Wie willst du denn bitte nach all diesen Bars, die ich kicke, am Ende die Schmerzen aushalten? Ist wie zu sagen, wir müssen den Arm amputieren. Da ist nichts zu retten, doch er will die Nerven behalten. Du hast so heftige Falten. Wenn ich in dein Gesicht etwas schütte, läuft die Flüssigkeit nicht einfach runter. Nein, da bilden sich Flüsse. Auf den Boden läuft daraus nur eine süffige Pfütze. Und deine Barthaare sehen aus, als wären es schwimmende Füchse. Ich versuch mit Witzen deine dreckige Wäsche zu...
Man merkt jetzt schon, dass der Bruder ein bisschen aus der Puste ist, ne? Ja, normal, er muss es jetzt nochmal performen, weißt du, was ich meine? Schwer. Und eigentlich ist man ja froh, wenn man sowas auswendig lernt, wenn man es einmal raus hat, dann denkt man, boah, Gott sei Dank, weißt du, was ich meine? Und er muss es jetzt nochmal machen, das weißt du, was ich meine? Und jetzt muss er es nochmal machen und nochmal länger, weißt du, so. Du waschen, aber du bist sicher nicht bei Nightwatch. Denn hier gibt es Dinge, die kannst du nicht einfach sehen, ohne alles zu zerstören, wie bei den X-Men dieser Cyclops. Du bist nicht meine Liga, was du hier verdient, das ist wie das Gras von dem Bruder von Abel. Kein Spot, selbst der Geist Bock hat keinen Bock auf einen Stopp, so wie bei Cops, mein Kopf von dem Zeitloch. Es gab beim Bergbau sehr viele Tote, sehr weit unter dem Boden, nach Erdmineralien bohren. Man merkt gerade einfach, er will das, was er gerade schon in der zweiten Runde haben, schon schnell vorbei haben, damit er seinen hauptsächlichen Part, was er noch nicht rausgerappt hat, rausballern kann, Alter. Entgegen jeglicher Kenntnis von Geologen sind die da anscheinend auf eine Zwergenhöhle gestoßen. Ich mach ein Fass auf die neue Tinte, bucht ihr mich auf B, dann ist der Abriss mit im Begriffen. Braucht doch nur in deine Junkie-Augen zu blicken, du bist die männliche Version von der Katzenfrau bei den Simpsons. Freestyle, würde ich euch hier alle ficken. Scheiß auf Fachbegriffe, willst du Fakten wissen? Duisburg, Ruhr, Games abgerissen, bei der BRB mehrmals abgerissen. TTT hab ich abgerissen, das waren 8 Turniere mit 8 Gewinnen. Du denkst, du kannst mich dissen, weil die Segelohren hab ich war überall im Internet wie Baby Yoda. Nice, Alter. Krasse, sehr nice. Der Rap, dass er überall war und der Spruch mit, ich bin Baby Yoda, ich war im Fernsehen wie Baby Yoda, weil Meister Yoda hat ja auch diese Dinge, weißt du, krass, Digga. Und er wird halt oft mit diesen, damit gedisst, weißt du, was ich meine? Also Notice. Krass. So. Die Stimmung ist 1A, oder? Ja, Mann. Und das habe ich schon mal angesprochen, dass ich bei Diltily die Stimmung und die Crowd viel krasser finde als bei Top Tier Takeover. Ja, man muss wirklich sagen, es ist von der Crowd her, vom Feeling her viel erwachsener. Ja. Weißt du, was ich meine? Viel reifer, viel... Ja, ne, es ist nicht so viel Mascara, nicht so viel... Weißt du, was ich meine? So bei Top Tier Takeover passieren oft Sachen so... Die sollten eigentlich nicht passieren. Weißt du, was ich meine? Hier läuft eigentlich alles so erwachsen ab und jeder ballert seinen Text raus so voll ordentlich. Und wenn jemand mal so einen Verkacker hat, dann lachen die Leute den nicht aus, sondern er fängt nochmal neu an. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist stark. Das bekommt man auf jeden Fall, dieses Feeling, Alter. Bitte nochmal die Arme jetzt in die Luft, Alter. Okay, Supreme Frost, okay. Dann war ich gerade auf jeden Fall lost, ne? Sondern die Beats, also beziehungsweise die Producer, die den Beat gemacht haben, die werden da auch angezeigt, okay? Er ist anscheinend nur Proton, er ist kein Producer, er ist nur MC, okay? Ich dachte, er wäre vielleicht Battle Rapper und Producer, hätte ja sein können. Ja, normal. Okay, wir gehen rein. Bisschen schöner Beat, um mich so zu relaxen in der dritten Runde, danke dafür. Aha. Yeah. Aha, aha. Notice. Yeah, yeah. Ich zieh mir mal nix, du im Elend sitzender Kiffer. Dein Shit ist nicht mal was für Emo-Kids oder Hipster. Du bist ein Schattenwesen, kein mega wichtiger Rapster. Du bist ein beschissener, egoistischer Wichser. Mit der Vision von den 6 Millionen Klicks, der so tut, als ob er kein Telefon besitzt. Unerreichbar, weil er in einer Pennerbude kifft und auf seine 16 Bars bei einer Kellerprobe fixt. Was geht? Ich frag mich schon länger, wie du tickst. Ob du hinter einem stehst oder wenn, dann wie ne stichst. Ob du Respekt oder den Ellenbogen Chris, wenn er aus Beton küsst oder den Teppichboden frisst. Ein heller roter Blitz und Brotti ist on stage. Ruhrport, Motherfucker, Bottrop in your face. Ich zock dir keine Games, ich bounce mit den Gangs. Komm in deine Base und raub dir die Fans. Du Hauch Existenz, dicker Dude träumst. Du bist nur dieser Dude, der in Interviews heult. Ich bin dieser Spinner, der immer nur säuft und verstafft hat die Fresse nach dem Fingerhut. Schäumt, yeah, was los, Amigos? Das ist der Stoff für große Kinos. Ich bin so ich geb einen Fick auf Coronavirus. Hol die Kilos. Okay, das scheint dann wirklich sehr aktuell zu sein. Ja, auf jeden Fall. Steht ja 2020. Ja, normal. So, ich bin so sick, ich geb einen Fick auf Coronavirus, Alter. Geil. Checke das Dope von dir. Halt die Fresse, ich verprügel dich mit Dosenbier. Endzeit. Nice. Leider, die letzte Runde vom Battle. Fucking hell, man. Richtig geil. Kick it. Let's go. Let's go. Habt ihr denn noch Bock? Yeah! Ich hab mal überlegt, ob wir in einen Hollywood-Film reinpassen würden. Ich glaube nicht. Also ich nicht. Der ist voll sympathisch, Auf jeden Fall, Digga.
Nee, Spaß. Flashback. Hey, wir haben beide nicht das Gesicht, mit dem man einen Hollywood-Job an der Hand hat. Doch ich kämpfe gegen einen Goblin wie Peter Parker. Und ich meine nicht den Sowjet-Typen von damals, wenn ich sag, dass der immer so einen Gorbatschow mit am Start hat. Hey, ich frag mich nur, ob du schon einen Brand hast. Falls nicht, werf ich dir einen Molotow auf die Parkbank. An deinem Kinn sieht man, was Drop Dynamic gejudged hat. Also wenn man die ganzen Fotzenhaare zusammenpackt. Und es ist hart, wenn man draußen auf den Straßen hängt. Du bist wie Peter Fox, nicht wegen Aussehen oder Sprachtalent, sondern weil du jede Taube hier beim Namen kennst. Und das auch nur, weil du mit denen dauernd um die Nahrung kämpfst. Findest du die Geilketten? Boah, ey, das ist krass. Das ist einfach stark, so, ne? Wie kommt man auf sowas, Digga? Ich kann ein bisschen später. Ja. Mach mal kurz Lärm. Ja, ja. Findest du die Reimketten fett, du armer Rhetoriker? Call it what you wanna call it, du bist Alkoholiker. Wirst aufs Korn genommen, bis du rumweinst und Schluss machst. Mit dem Leben im Ruhrpott und nach Berliner Luft schnappst. Zum Thema Alk hab ich bei dir zu viele Punchlines. Wie willst du auf Alkohol einen Sohn großziehen? Tequila Sunrise? Ey, wie kommt man auf sowas? Nice. Mit der Ginger erledigt. Du bist doch nach einem Whisky Ginger erledigt. Es gibt Punches, handfest wie ein Schlagring. Ich rap so lange, bis auch deine Bartreste ab sind. Ey, ich finde Proton ist scheiße. Ich pass mir nicht an die eigene Nase, weil sich sonst Corona verbreitet. Fuck it. Ja, brauch ich was zu sagen, Leute. Macht noch ihn Lärm. Okay, nice. Natürlich Unjudged, wie alle On-Beat Battles. Bitte macht Lärm für die Leistung von Protü! Okay, das war's hier schon, Alter. Geil, Unjudged, dementsprechend gibt's natürlich auch keinen Gewinner. Ja. Wen würdest du sagen, vom Gefühl her kurz, knackig, wer hat für dich gewonnen? Notice, ne? Ja. So, ich muss sagen, das Highlight des Battles war auf jeden Fall Runde 2 von beiden. Safe. Und in der Runde 2 haben beide brutal abgeliefert. Ja, Mann. Brutal. Ich muss sagen, das wird auch im Kopf bleiben, Alter, sehr, sehr stark. Und für mich hat auch Notice gewonnen, Alter. Ich muss sagen, der Bruder ist sehr, sehr stark, Alter. Vor allem wegen seinem Flow und so. Brutal, ne? Alter. Hat sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Vielen Dank, dass ihr es so oft in die Kommentare geschrieben habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.